Hallo. Eigentlich habe ich eine YouTube-Pause. Aber uneigentlich fehlt es mir schon irgendwie so ein bisschen mit dem Drehen und dem mit euch reden oder beziehungsweise mit der Kamera reden. Und ich habe eigentlich noch gar nicht richtig YouTube-Pause, denn es ist auch gestern noch ein Video online gegangen. Es geht nächste Woche noch ein Video online und ich lese gerade noch ein Rezi-Exemplar, was dann auch noch online geht. Aber dieses ab und zu doch mal mit euch quatschen fehlt mir schon so ein bisschen. Ich habe deswegen mir überlegt, ich werde euch so kleine Live-Updates geben. Ich werde euch kurze kleine Updates geben, wie es mir geht, was in meinem Leben so passiert ist, was gerade so los ist. Ich werde das nicht in regelmäßigen Abständen aufnehmen. Ich will das dann eigentlich eher wie so ein Weekly Reading, mehrere Abschnitte von mehreren Tagen dann so zusammenpacken. Einfach, dass ihr auch bei mir wisst, was gerade so los ist und dass ihr da halt auch einfach nicht viel verpasst und da halt auch immer up to date seid, dass ich euch dann hinterher, wenn meine Pause vorbei ist, ich euch dann nicht mehr so viel erzählen muss. Deswegen fangen wir heute damit an. Und zwar, heute ist der, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, und ich habe Urlaub, ne? Ich weiß schon nicht mehr, welcher Tag heute ist. Ach, ist das furchtbar. Welcher Tag ist denn heute? Heute ist der 26. August. Ich habe diese Woche noch Urlaub. Ich muss erst nächste Woche wieder arbeiten. Und ja, wir sind heute wiedergekommen aus Hamburg. Wir waren dort über ein verlängertes Wochenende bei der Familie von meinem Männlein. Und es war mega schön. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, sich einfach einmal Hamburg anzugucken, an der Elbe lang zu spazieren. Und ja, es war eine richtig, richtig tolle Zeit, die wir dort hatten, bei seiner Familie auch. Und ja, ich habe für mich festgestellt, Hamburg ist keine Stadt, wo ich wohnen möchte. Ich bin dann doch eher so die Kleinstadtpflanze, obwohl Erfurt ja schon noch als Großstadt zählt mit seinen 200.000 Einwohnern, ist mir so eine richtige große Großstadtmetropole doch einfach zu viel. Es war mir einfach alles dort zu hektisch, zu chaotisch, zu laut, zu viele Menschen und nein, dann bleibe ich in meinem kleinen, feinen Erfurt und ja, alles ist entspannt und nicht so hektisch. Und also ich muss sagen, dass das Hamburger Umland mega schön ist. Also da würde ich auch wohnen wollen, in so einem kleinen Häuschen direkt an der Elbe, finde ich mega cool, kann kein Mensch bezahlen. Aber ja, wenn, dann würde ich eher dorthin ziehen, aber nicht direkt nach Hamburg rein, das wäre mir einfach zu viel. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ich habe am Wochenende auch nicht viel gefilmt, weil wir ja primär die Familie besucht haben und wenn Familienzeit ist, ist auch Familienzeit, dann hänge ich auch nicht die ganze Zeit am Handy oder an der Kamera, sondern habe halt Familienzeit. Und das haben wir halt gemacht, das haben wir genossen. Wir sind, wie gesagt, heute wiedergekommen, deswegen sehen meine Haare auch ein bisschen wüst aus. Ich war gerade eben erstmal in der Badewanne und ja, lasse jetzt die Haare gerade Luft trocknen. Und es ist echt angenehm, wenn man lange Haare hat und die dann so nass sind und dann hier so über die Schulter hängen, denn es ist schweineheiß. Also in Hamburg war es schon mega heiß, hier ist es genauso heiß. Obwohl ich sagen muss, dass wir hier inzwischen schon wieder Wolken haben. Ja, also wie gesagt, wir haben hier Wolken, Sonne, was noch recht angenehm ist, da ab und zu wenigstens mal Schatten kommt. Deswegen schwanke ich auch gerade wieder im Licht. Ich hasse es. Das ist beim Film echt immer bescheiden. Ja, aber ich dachte mir, ich gebe euch kurz das Update heute und zeige euch, was ich gerade so lese und erzähle euch kurz, was ich so gemacht habe. Und ich habe gesündigt. Ich habe Bücher verkauft und hatte dann die Wahl, mir das Geld auszahlen zu lassen oder halt einen Gutschein zu nehmen. Und wenn ich mich für den Gutschein entscheide, kriege ich 20% nochmal vom Verkaufspreis obendrauf. Also habe ich mich für den Gutschein entschieden. Ich bin da so ein Opfer. Ich bin da komplett das Opfer, ja. Ich habe mich für den Gutschein von Minimops entschieden und habe ein paar Bücher bestellt und noch ein Spiel für die PlayStation. Das packe ich gleich mit euch zusammen aus. Ich will euch erst noch ganz kurz zeigen, was ich gerade lese. Und zwar lese ich aktuell mit der lieben Sina zusammen King of Scars von Leyva Dugo. Wir sind da jetzt auf Seite 180. Ich habe da kein Lesezeichen drin, sondern den Brief, den ich vom Verlag bekommen habe zum Paket, der bleibt dann auch in dem Buch, weil ich den so schön finde. Und ja, ich habe es ja in keinem anderen Video gesagt und wer meine Insta-Story nicht gesehen hat, der wird das nicht wissen. Es ist eine Signatur vorne drin von Leyva Dugo, was ich mega cool finde. Also es ist so ein Aufkleber, wo sie drauf unterschrieben hat. Und den hat der Verlag dann halt so ins Buch geklebt und das finde ich mega cool. Freue ich mich sehr. Wir sind hier jetzt auf Seite 180. Ich finde, die Geschichte ist noch nicht so richtig in Fahrt gekommen, sondern man hat momentan ja erstmal so Standermittlungen. So, wo stehen wir denn jetzt nach Grisha und nach der Krillenreihe? Wie geht es unseren Charakteren? Was machen sie gerade? Was ist da gerade eigentlich genau los? Und ja,
wie steigen wir in die Geschichte am besten ein? Und an der Stelle sind wir jetzt gerade noch auf Seite 180. Was ich aber absolut nicht schlimm finde, ich habe ja Grisha dieses Jahr gelesen und die Krähenreihe letztes Jahr. Und wann habe ich denn das Gold der Krähen gelesen? Auch letztes Jahr, ne? Den ersten Teil vorletztes Jahr und das Gold der Krähen letztes Jahr, glaube ich. Naja, auf jeden Fall bin ich noch komplett drin in dem Thema, weil ich halt auch Grisha ausgelesen habe. Und King of Scars ist ja ein Spin-off zu Grisha und nicht zu Krähenreihe. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel Nina von der Krähenreihe auch wieder mit drin vorkommt, ist es trotzdem ein Spin-off zu Grisha. So, inzwischen hat man schon so ein paar kleine Erklärungen bekommen zu den Charakteren und wer ist und wie sich das Ganze verhält. Aber ich empfehle trotzdem jedem vorher Grisha zu lesen, bevor er das hier liest, denn man spoilert sich sonst unweigerlich auf Grisha. Tata. So, ja, auf jeden Fall, Geschichte kommt gerade aus zu langsam in Fahrt. Ich fand es schön, wieder in die Welt einzutauchen. Ich habe gefeiert, die Charaktere wieder zu sehen, wo die Charaktere stehen und wie sich das so zwischenmenschlich auch zwischen den Charakteren entwickelt hat. Und ja, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Leigh Whardugo, was das betrifft. Und ich freue mich sehr, jetzt hier weiterzulesen. Und bis jetzt mag ich das Buch wirklich sehr. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt alles noch kommt. Das ist ja der erste Teil einer Dilogie. Also da kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil. Dann lese ich aktuell gerade nochmal Palace of Glass, den ersten Teil. Ich möchte gerne diese Reihe dieses Jahr noch beenden und lesen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den ersten Teil nochmal zu lesen. Ich lese normalerweise keine Fantasy-Bücher sonst parallel. Da ich aber Palace of Glass ja schon kenne und ja auch weiß, was in der Geschichte passiert, komme ich da eigentlich auch mit Grisha nicht, also mit den King of Scars, komme ich auch mit King of Scars eigentlich nicht durcheinander. Deswegen lese ich die beiden jetzt parallel. Und da ich ja King of Scars mit Sina lese, lesen wir da ja eh jeden Tag nur 50 Seiten. Hier bin ich jetzt auf Seite 72. Oder wo bin ich denn? Ich habe gerade keine Ahnung. Nee, ich bin auf Seite 47. Ja doch, auf Seite 47 bin ich jetzt bei Palace of Glass. Ich habe das Lesezeichen hier so komisch reingemacht. Und ja, da werde ich heute noch ein bisschen weiterlesen. Und ich habe echt gemerkt, wo ich das Buch jetzt angefangen habe nochmal zu lesen, dass ich echt viel vergessen habe bei dem Buch. Gerade so das mit den Magdalenen und dass es dort mehrere Arten von den Magdalenen gab und wer Rhea eigentlich ist und was sie für eine Magdalene ist. Und das hatte ich alles so irgendwie komplett vergessen. Und ja, deswegen freue ich mich, dass ich das Buch jetzt nochmal lese. Und ja, freue mich darauf, die Geschichte dann quasi nochmal neu zu entdecken. So, soviel zu dem, was ich aktuell lese und bekommen habe. Ich packe die zwei Sachen jetzt nochmal rüber, dass wir Platz haben. Ja, jetzt packen wir nochmal fix das Paket hier aus und ich sehe schon, es sind schon wieder fast 10 Minuten, was ich hier laber. Ich kann mich einmal nicht kurz fassen, das ist halt einfach so. Aber ich habe halt gedacht, wenn ich hier schon Pakete habe zum Auspacken, kann ich das euch ja auch kurz zeigen. Und dann komme ich auch nicht ganz so sehr aus der Übung, mit der Kamera zu quatschen, weil das ist auch am Anfang immer etwas befremdlich, wenn man mit einer Kamera redet, weil man ja nicht direkt mit einem Menschen redet. Deswegen, ja, dachte ich mir, komme ich nicht aus der Übung und ihr kriegt trotzdem noch ein bisschen was von meinem Leben mit. Und ja, auch wenn ich eigentlich gerade YouTube-Pause mache. Aber ich muss das ja jetzt nicht gleich alles schneiden, sondern kann das ja machen, wenn ich Bock drauf habe. So, dann haben wir wie immer hier erstmal Papier, wie wir das halt immer so kennen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Spiel an. Ich habe mir noch nie ein Spiel bei Medimops gekauft. Ich weiß nicht, ob es das erste und das letzte Mal sein wird. Ich hoffe, die Scheibe funktioniert. Sieht jetzt aber nicht schlimm aus, war nur aus der Hülle raus. Und zwar habe ich mir bestellt Detroit Become Human. Ich habe das Spiel schon teilweise immer nur gesehen, immer mal nur so bruchstückenhaft, weil ich mir das nicht angucken wollte, weil das ja so ein, ja wie so ein Film ist, dieses Spiel. Man steuert ja seine Charaktere und ja, wird dann durch die Story geleitet, wie in jedem Computerspiel eigentlich auch. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Das ist sowas wie Life is Strange. Auf jeden Fall, das Spiel habe ich mir gekauft. Das ist halt immer noch so mega teuer. Das kostet auch im PlayStation Store noch 60 Euro. Ich mir denke, nein. Deswegen habe ich es mir jetzt bei Medimops gekauft. Und dann habe ich mir noch drei Bücher bestellt. Und zwar habe ich mir zum einen bestellt Throne of Truth, den zweiten Teil zu Crown of Lies. Da hatte ich ja jetzt den ersten Teil gelesen. Und das Buch ist ein bisschen mitgenommen. Also als sehr gut würde ich das jetzt eigentlich nicht mehr bezeichnen. Also es hat schon echt Leserillen hier. Ich glaube, das seht ihr ganz gut, ne? Hier, also ich glaube, man sieht auch hier, dass es echt fiese Leserillen hat. Ich meine, es fällt jetzt keine Seite raus und nichts. Und man ist ja teilweise bei Medimops echt verwöhnt, ne, wenn man Büchern so Top-Zuständen hat. Aber für mich wäre das trotzdem kein sehr gut gewesen, sondern eher nur ein gut. Aber
Shit happens, für das, was es gekostet hat. Ne? Ich glaube, die Hälfte hat es jetzt noch gekostet von den 12,90. Und ja, das werde ich dann auf jeden Fall auch noch irgendwie mitlesen, weil ich möchte ja wissen, wie das dann weitergeht bei Crown of Lies. Ich fand ja den ersten Teil eigentlich nicht so hundertprozentig gut, aber das Ende war einfach so mega fies, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht. Deswegen muss ich jetzt den zweiten Teil halt auch lesen. Dann habe ich mir bestellt, welches zeige ich euch jetzt? Ich glaube, ich zeige euch auch das hier. Dann habe ich mir bestellt, oh Gott, dieses Buch ist einfach mal rundgelutscht bis zum geht nicht mehr. Warte, hier sieht man, glaube ich, besser. Aber das ist bei diesen dicken Büchern auch echt schwierig, das nicht zu machen, die nicht so rund zu lesen. Aber da klemme ich das Buch einfach mal irgendwie fest und spanne das mal irgendwie ein. Und dann kriegt man das schon wieder irgendwie ein bisschen gerade. Auf jeden Fall habe ich mir bestellt Throne of Glass Teil 4, Königin der Finsternis. Ich habe ja gesagt, dass ich diese Reihe nächstes Jahr spätestens weiterlesen werde. Und ich dachte mir, ich kann ja schon mal anfangen, die Bücher so zu sammeln. Die ersten drei Teile habe ich ja, die habe ich ja auch schon gelesen. Und ja, jetzt habe ich mir den vierten gekauft. Der vierte ist auch schon so ein mega fetter Oschi, genau wie die anderen. Ach, wie viele Seiten hat denn der vierte? 763. Lol, läuft. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube aber, ich muss diese Reihe nochmal lesen. Oder zumindest quer nochmal durchlesen. Also ich weiß noch, was im ersten Teil war. Ich weiß auch grob noch, was im zweiten Teil war. Ich weiß auch ganz, ganz grob noch, was im dritten Teil war. Aber ich weiß noch, dass ich den dritten Teil so furchtbar fand. Dass der so langatmig war und dass mich das extrem gestört hat, was mit der Love Story da passiert ist. Aber nachdem ich ja nun das Reich der Sieben Höfe gelesen habe von Sarah J. Maas und weiß, dass sie es drauf hat, die Liebesgeschichten nochmal zu drehen, vielleicht lese ich dann den dritten Teil auch nochmal. Also ich weiß noch nicht, wie ich mit dieser Reihe verfahren werde. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt den vierten Teil gekauft. So viel steht fest, dass ich das lesen kann. So, und das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, eigentlich hätte ich es nicht kaufen dürfen, weil es der erste Teil einer neuen Reihe ist. Aber zum einen war es mega günstig und zum anderen wollte ich es unbedingt haben. Die letzte Königin, das schlafende Feuer von Emily A. King. Ich habe bisher nur eine Rezi dazu gesehen und das war bei Lucia von The Magical World of Books. Und sie fand das Buch gut und ich habe der Lucia jetzt einfach mal vertraut, weil wir einen ähnlichen Buchgeschmack haben auf jeden Fall. Und ja, ich fand, das Buch klang ja damals, wo es rauskam, wo ich es in den Neuerscheinungen vorgestellt habe, da fand ich es ja schon mega cool. Und jetzt ist der zweite Teil rausgekommen. Ich weiß noch gar nicht, wann der dritte kommt. Auf jeden Fall möchte ich das Buch jetzt lesen. Das ist eine neue Reihe, die ich eigentlich nicht anfangen sollte, aber ich habe einfach Bock drauf. Und ich habe mich ja bis jetzt immer an meine Leseliste gehalten. Auch aktuell lese ich ja Bücher nach meiner Leseliste. Ne? Also Palace of Glass und King of Scars stehen beide auf meiner Leseliste für August. Ich habe dann noch ein Buch für August auf der Leseliste und zwar ist das Falling Fast. Aber das werde ich nicht mehr schaffen. Also ich habe jetzt noch die ganze nächste Woche, wo ich lesen kann, bis Sonntag, was noch August ist. Aber ich habe ja auch Urlaub und wir wollen ja auch noch ein bisschen was machen und auch noch ein bisschen was unternehmen und wegfahren und mal hier hinfahren und mal dorthin fahren. Und ich glaube nicht, dass ich dazu kommen werde, jetzt nächste Woche noch drei Bücher zu lesen. Also von daher werde ich dann Falling Fast wohl mit in den September nehmen. Das heißt, meine Leseliste verzieht sich schon wieder dezent, aber so ist das. Das ist ja nur eine Richtlinie für mich mit der Leseliste. Vielleicht mogel ich auch das Buch irgendwo noch dazwischen und nehme ein anderes dafür raus. Auch das habe ich schon getan, weil ich möchte die Bücher lesen, auf die ich Lust habe, sonst klatsche ich mich nämlich voll in eine Leseflaute. So, und jetzt habe ich schon viel zu viel erzählt. Ich wollte mich eigentlich nur ganz kurz bei euch melden und Hallo sagen. Jetzt ist das schon wieder über eine Viertelstunde. Upsi, ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Ich weiß nicht, wie andere YouTuber das machen. Skripten die dann wirklich alles, was die erzählen? Ich weiß es nicht. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Auf jeden Fall, ja, werde ich dann versuchen, mein Gewüchs erstmal auf den Kopf irgendwie zu richten. Ach ja, ich habe überlegt, mir mal mein Pony wieder wachsen zu lassen. Nach 10 Jahren, dachte ich mir, kann ich ja auch mal wieder ohne Pony. Mal gucken, wie lange ich es durchstehe und ob ich es bis zur Buchmesse schaffe, mir das Pony wachsen zu lassen. Weil vorher wollte ich eigentlich auch nicht nochmal zum Friseur, weil wenn du lange Haare hast und mein Ansatz geht noch, musst du ja eigentlich nur zum Friseur zum Färben und Ansatz schneiden, also zum Färben und Spitzen schneiden. Deswegen habe ich überlegt, ob ich mir meinen Pony mal wachsen lassen sollte. Ich versuche das jetzt einfach mal und mal gucken, wie lange ich durchhalte. Und ja,
mehr gibt es jetzt nicht zu erzählen. Ich rede schon wieder viel zu viel und ich sag mal, ich melde mich irgendwann, wenn ich Lust habe, nochmal und dann schneide ich die zwei Passagen wahrscheinlich zusammen und klatsche euch das dann so vor die Füße und damit müsst ihr dann einfach leben. Und ja, ich sag mal, bis dann. Bye, bye. Hallo, heute ist Samstag, der 7. September und ich habe gerade mein letztes Video gedreht, jetzt vor der Pause. Und ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich jetzt wirklich erstmal sagen kann, ich habe jetzt Pause. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt Pause habe. Also ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, euch schon erzählt, dass es irgendwie ein komisches Gefühl ist, so nach 5 Jahren wirklich Pause zu machen von YouTube. Aber ich merke halt immer wieder, dass ich es brauche. Ja, das Video werde ich jetzt noch schneiden und dann hochladen, dass es dann halt morgen auch online gehen kann. Und dann war es das erstmal von mir. Also ich nehme jetzt auch das hier gerade auf, um euch zwischendurch immer mal Updates zu geben. Und es ist ein komisches Gefühl. Aber ich dachte mir, ich melde mich einfach mal kurz und gebe euch so generelles Update mal. Ich habe die Woche nochmal Palace of Glass gelesen und Hope Again habe ich auch gelesen. Ich muss sagen, Palace of Glass, das Reread war gut. Das Buch hat mir beim zweiten Mal lesen auch noch so gut gefallen wie beim ersten Mal. Am Ende waren so einige Sachen, wo ich gesagt habe, okay, gut, wo ich nicht mehr wusste, ob das beim ersten Mal auch so war. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall gespannt, wie es mit dem zweiten Teil weitergeht. Den möchte ich diesen Monat auf jeden Fall auch lesen. Den habe ich ja damals nicht gelesen. Ich habe die Bücher schon seit keine Ahnung wie vielen Monaten hier, aber ich lese sie einfach nicht. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall den zweiten Teil Palace of Silk diesen Monat noch versuchen zu lesen. Und ja, dann habe ich Hope Again gelesen. Und ich muss sagen, es ist für mich so Kategorie niedliche Geschichte, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also das Buch lässt sich easy lesen. Es ist ein gutes Buch so zum Abschalten. Aber es war nichts an der Geschichte, was mich extrem berührt hat, wo ich extrem überrascht war. Also dieses Buch ist absolut vorhersehbar. Ich habe das Buch mit Tina zusammen gelesen und wir haben dann so bei der Hälfte gesagt, ja, jetzt passiert noch das und das und das und das. Und dann ist Ende. Und das ist alles schön. Und genau so ist es gekommen. Exakt genau so. Also dieses Buch ist absolut vorhersehbar und es ist typischer New Adult Baukasten. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, weil wenn du 2, 3 New Adult Bücher gelesen hast und immer wieder diese Grundstruktur erkennst, wird es halt auch irgendwann einfach langweilig. Und ja, so ging es mir bei dem Buch leider. Also wie gesagt, es ist ein süßes Buch so für zwischendurch, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Ich werde den 5. Teil trotzdem lesen, denn die Geschichte von Blake interessiert mich schon. Also man hat Blake jetzt so im 4. Teil mit kennengelernt und auch so ein bisschen erfahren, was da jetzt so passiert ist, gerade zum Ende hin. Und das hat mich schon so ein bisschen angeteasert für den 5. Teil. Also ich werde den auf jeden Fall lesen, aber das Buch hat mich jetzt halt nicht umgehauen. Und da draußen kämpfen irgendwelche Vögel. Was ist hier los? Ich werde mich jetzt an den Rechner schwingen und mein Labradugo-Video noch schneiden und hochladen, dass das fertig ist und dann, ja, muss ich mal gucken, was ich heute noch so mache. So, bis dann. Ich habe es geschafft, endlich, und habe die Kamera angekriegt. Ich bin gerade mit diesem Mini-Stativ, was ich hier für die Kamera habe, gerade fast verzweifelt. Und dann stand sie endlich und dann geht sie nicht an, weil der Akku leer war. So ist das halt, ne? Wenn man eine Weile nicht gedreht hat. Heute ist der 18. September. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Das müsste das 3. Update sein, nachdem ich ja meine Pause verkündigt habe. Ich glaube, das ist jetzt auch erstmal das letzte Update für dieses eine Video. Ich werde dann zwischendurch immer mal ein Video online stellen mit Updates. Aber ich habe, ja, was ich euch zeigen möchte. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr sollt ja trotzdem irgendwie ein bisschen noch auf dem Laufenden bleiben bei mir. So halbwegs zumindest. Und ja, ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, dass ich, glaube ich, so ganz ohne YouTube und ohne euch, da fehlt mir einfach irgendwas. Ich werde gerade diesen Druck nicht mehr haben, Videos drehen zu müssen, aber es macht mir trotzdem Spaß, ab und an mit euch zu quatschen. Deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, ich werde nicht komplett verschwinden. So, ja, ich habe Bücher zugeschickt bekommen. Zum einen das hier. Online-Casino, ein Blick hinter die Kulissen des Milliarden-Business. Sehe ich aus wie ein Mensch, der sich für Online-Casinos interessiert? Nein. Ich habe dieses Buch unangefragt zugesandt bekommen. In diesem Buch geht es darum, die Leute so ein bisschen über das Thema Online-Casino aufzuklären und was genau so hinter dieser Maschinerie steckt. Und ja, wen das interessiert,
der kann sich das Buch ja hier mal angucken. Mein Männlein wollte da dann bei Gelegenheit mal reingucken. Für mich ist es leider nichts, deswegen, ja, ich denke mal, ich hebe das Buch mal auf und verlose es vielleicht irgendwann mal mit an euch. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ja, für mich ist es, wie gesagt, leider überhaupt nichts, weil Online-Casinos interessieren mich null. Ich bin überhaupt nicht ein Mensch, der irgendwie zocken tut. Jetzt mal abgesehen von PlayStation und sowas, aber so in Casinos oder sowas, das interessiert mich alles null. Ja, deswegen, ja, interessiert mich das nicht. Aber ich fand's lustig. Ich verkünde, ich mache YouTube-Pause und kriege Sachen zugeschickt. Genau wie ich das hier unangefragt zugeschickt bekommen habe. Was sehr, sehr witzig ist, ich habe das vom Pieper Verlag bekommen. Und der Pieper Verlag hat meine Adresse. Und ich habe ja irgendwann vor ein paar Wochen mal die Packstation für mein Männlein ins Internet mit reingeschrieben, weil irgendwie alle nicht lesen können. In meinem Impressum stand groß und fett, dass an die Autorenservice-Adresse bitte nur Briefe geschickt werden sollen, weil die kein Paketdienst sind und die Pakete einfach nicht weiterleiten können. Ich dafür jedes Mal dann Rennereien habe, wenn das Paket dann zurückgeht und keine Ahnung was so. Auf jeden Fall ja, haben das irgendwie alle nicht verstanden. Irgendwie haben sie das alle überlesen. Ich habe dann reingeschrieben, bitte bei Paketen vorher eine E-Mail an mich. Dann hätte ich meine Adresse verschicken können, aber das wollten sie irgendwie alle nicht und haben immer alles an den Autorenservice geschrieben. Und die haben dann mir irgendwann x Mails geschrieben und gesagt, ich soll das klären. Deswegen habe ich dann irgendwann die Packstation da reingeschrieben ins Internet von meinem Männlein. Und jetzt bin ich schon wieder unscharf. Diese Kamera mobbt mich immer noch. Naja, irgendwie muss ja doch alles beim Alten bleiben. Hallo? Hallo? Ja, auf jeden Fall hat der Pieper Verlag mir dann dieses Buch unangefragt zugeschickt an die Packstation. Ich hatte sehr viele große Fragezeichen, weil eigentlich die Bloggerbetreuung vom Pieper Verlag meine private Adresse hat. Da war wahrscheinlich wieder der Praktikant am Werk und hat nicht geguckt. Und ich dachte mir nur so, siehste, gut, dass die Packstation drinne steht, wenn nicht mal die Verlage, die deine Postadresse haben, es hinkriegen, Pakete an deine Postadresse zu schicken. Ja, da habe ich mich ein bisschen gefragt, was da los ist. Aber naja, das ist halt so ein Praktikantenjob, glaube ich, so Dinge verschicken. Deswegen geht da öfters mal was schief. Auf jeden Fall habe ich das hier vom Pieper Verlag bekommen. Und ich habe ein bisschen geflucht, als ich es ausgepackt habe. Weil ich habe Folgendes bekommen. Vor allem, dieser Brief ist adressiert an lieber Dominik. Also es ist eigentlich ein Buch an meinen Mann. Auch noch falsch geschrieben. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, war das garantierter Praktikant. Liebe Grüße an den Praktikanten vom Pieper Verlag. Das solltest du nochmal üben. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, auf jeden Fall, ja, steht hier, lieber Dominik. Ich find's mega witzig. Das muss ich meinem Männlein gleich mal zeigen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass das an ihn adressiert ist. Ja, auf jeden Fall habe ich bekommen Die Krone der Dunkelheit, Magieflimmern von Laura Kneidel. Und wenn ihr mich jetzt letztes Jahr verfolgt habt, werdet ihr noch euch vielleicht dunkel dran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen möchte. Jetzt habe ich es hier, jetzt werde ich es wohl auch lesen. Ich werde mir jetzt aber keinen Stress machen hier mit lesen. Ich denke mal, ich werde euch dann aus meinem Exil, wenn ich hier das nächste Update mal hochlade irgendwann, da werde ich euch ein bisschen was zu dem Buch dann erzählen und das dann an den Verlag schicken, so quasi als Nachweis. Aber ich werde jetzt hier keine extra Rezension für machen, weil ich habe das nicht angefragt. Ich habe extra nichts mehr angefragt in den letzten Wochen, damit halt nichts kommt, wenn ich Pause mache und dann, naja, wie es halt immer so ist. Auf jeden Fall ist das der zweite Teil von Die Krone der Dunkelheit. Wie gesagt, den ersten fand ich ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich sein soll. Für mich hat sich das ganze Buch gelesen wie eine lange Einleitung. Und für mich war damals einfach nicht genug passiert, dass ich sage, boah, ich muss unbedingt weiterlesen. Auch das Ende, weiß ich noch, hat mir nicht so 100% gefallen. Und es hat mich auch nicht so gecatcht, dass ich es unbedingt weiterlesen wollte. Deswegen habe ich auch den zweiten Teil nicht angefragt und ich habe damals, glaube ich, in meiner Rezi sogar gesagt, dass ich es nicht weiterlesen möchte. Deswegen war ich sehr verwundert, dass ich das Buch jetzt bekommen habe. Ja, oder besser gesagt, mein Mann hat es bekommen. Also eigentlich muss es mein Mann lesen und rezensieren. Steht ja lieber Dominik drauf. Ja, auf jeden Fall ja, werde ich euch dann, wenn ich das Buch gelesen habe, auch hierzu ein Update geben, wie es mir gefallen hat und ob es vielleicht besser war wie der erste Teil. Manchmal passieren ja noch Wunder, ne? Bei solchen Büchern. Aber dieses Buch ist auch wieder unglaublich dick. Mhm. 600 Seiten knapp. Also 590.
läuft. Dauert eine Weile, bis ich es gelesen habe. Vor allem passt es jetzt überhaupt nicht in meinen Leseplan. Das musste ich eh alles schon umstrukturieren auf meiner Leseliste, weil ich gerade im Moment nicht so viel lese. Weil ich gesagt habe, ich fahre mich auch, was das Lesen betrifft, mal so ein bisschen zurück. Und ich tue im Moment einfach mal nichts. Das tut mir echt gut, dass ich mich nachmittags einfach auf die Couch packe und nichts mache. Nicht lese, nicht zocke, nichts. Gut, maximal noch mit dem Hund spielen, aber ansonsten mache ich halt im Moment nichts. Und das ist echt entspannt und die Kamera mobbt mich schon wieder. Ich weiß aber nicht, das liegt daran. Warte mal, dann werde ich mich mal so ein bisschen nach hier setzen. So. Ja, auf jeden Fall so viel zu den Büchern, die ich zugeschickt gekriegt habe, die ich nicht angefragt habe. Und ja, ein Buch habe ich noch bestellt und das ist heute dann angekommen, Gott sei Dank. Und dieses Buch habe ich meiner Arbeitskollegin versprochen zum Ausleihen, aber ich werde es auch selber lesen, bevor ich es ihr gebe. Katrin, tut mir leid. Ich bringe dir morgen die drei Bücher mit. Also du wirst sie dann, wenn das Video online geht, die definitiv schon haben, die drei Bücher, die ich dir mitbringen wollte, die ich auch noch nicht gelesen habe. Aber das Schätzchen hier, das bleibt jetzt erstmal bei mir. Das werde ich jetzt fix übers Wochenende lesen und dann bringe ich es dir nächste Woche mit. I swear. Aber ich möchte gerne vielleicht heute sogar noch anfangen zu lesen. Aktuell lese ich gerade von Bianca Josivoni Falling Fast. Und ich bin etwas über die Hälfte da gerade. Warum mache ich das nicht einfach an diesen... Naja, warum einfach, wenn es so kompliziert geht. Auf jeden Fall lese ich gerade von Bianca Falling Fast. Und auch hier muss ich sagen, kriegt mich das Buch im Moment nicht. Also es ist eine süße Geschichte, ohne Frage. Und ich merke Bianca ihren Schreibstil auch immer noch ganz, ganz doll. Und es ist auch kein schlechtes Buch. Ich versuche mich wieder scharf zu stellen. Es ist auch kein schlechtes Buch, aber... Irgendwie fehlt mir irgendwas. Ich kann es nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich übelst weiterlesen möchte. Es ist jetzt, ich kann es halt beiseite legen und kann es da liegen lassen und das stört mich nicht. Es ist eine süße Geschichte, aber bis jetzt haut es mich halt einfach nicht um. Ich glaube, ich bin auch einfach kein Fan von Liebesgeschichten, die über zwei Teile gestreckt werden. Das nervt mich eigentlich eher, weil ich weiß jetzt ganz genau, ich meine, ich habe den zweiten Teil auch da, ich kann ja dann gleich weiterlesen, aber... Wackelt die Kamera hier auf dem Tisch. Aber ich weiß halt ganz genau, wenn ich das Buch beendet habe, ist die Geschichte noch nicht vorbei und ich habe nicht dieses Ende halt, ne? Ich glaube, das ist halt auch sowas, was mich so ein bisschen nervt. Dreifach Payback-Punkte auf ihren Einkauf. Ich habe leider keinen Thalia in der Nähe. Da-da. Deswegen werde ich dann schätzungsweise Falling Fast pausieren und zuerst das hier lesen. Und zwar den dritten Teil von Golden Dynasty, Stärker als Begehren, auf den freue ich mich schon so unglaublich. Am Ende vom zweiten Teil hat man ja hier die Protagonistin schon kennengelernt und das ist so eine geile Mischung zwischen ihr und, wie hieß er noch, Devlin? Genau, Devlin. Und sie hieß Rose? Ja genau, Rosie. Und da freue ich mich schon unglaublich drauf. Ich bin schon sehr gehypt auf das Buch. Deswegen werde ich jetzt, denke ich mal, Falling Fast pausieren und zuerst das Schätzchen hier lesen. Und danach lese ich Falling Fast weiter und danach lese ich dann gleich Flying High. Und dann habe ich rein theoretisch diesen Monat nur noch auf meinem Zettel den zweiten Teil von Palace of Glass, nämlich Palace of Sick. So, ich habe so 7 Bücher diesen Monat auf meinem Zettel und nächsten Monat auch 7 Bücher. Was für mich eigentlich ein guter Schnitt ist. Ich merke im Moment auch, dass ich nicht so hundertprozentig Lust zum Lesen habe. Ich habe jetzt keine Leseflaute oder so, aber im Moment mache ich halt gerne auch andere Dinge. Ich suchte im Moment auf Twitch und auch auf YouTube Dead by Daylight. Also ich habe das Spiel irgendwie für mich entdeckt zum Gucken, auf jeden Fall. Ich würde es gerne selber mal ausprobieren mit Spielen, aber ich habe da irgendwie, glaube ich, zu viel Schiss. Das ist so ein Horrorspiel, was man halt nur online und im Mehrspielermodus spielen kann. Und ich kann ja das Buch mal hier weglegen so lange. Und ich gucke das übelst gerne. Ich gucke es gerade bei Kronk und Pan und Dobi. Und... Es ist mega cool, das zu gucken. Und wie gesagt, ich gucke auch auf Twitch. Da habe ich 1, 2 Streamer gefunden, wo ich das immer gucke, wenn die online sind. Und halt auch bei YouTube suche ich gerade noch nach anderen Let's Plays von Dead by Daylight, weil es sieht einfach so mega nach Spaß aus. Aber ich alleine weiß nicht, ob ich es
zocken sollte. Ich habe Angst. Es ist ein Horrorspiel. Wenn ihr euch jetzt alle fragt, was Dead by Daylight ist, ihr seid noch keine 18, dann guckt nicht nach. Wenn ihr 18 seid, gebt einfach mal Dead by Daylight bei YouTube ein oder so, dann seht ihr es. Auf jeden Fall, ja, sieht es nach sehr, sehr viel Spaß aus. Und das gucke ich mir auf jeden Fall gerade im Moment relativ viel an. Dann gucke ich immer noch Mist beim Kronk. Ich gucke momentan sehr viel Kronk, stelle ich fest. Aber das ist ja nicht schlimm. Der gute Mann hat ja über 1000 Videos auf YouTube online, da habe ich eine Weile zu gucken. Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich im Moment auch keine anderen Booktuber mehr so weit gucke, außer die Sarah von A Court of Wanting Books. Das ist so die einzige, die ich noch gucke, aber auch da bin ich wieder kommentierfaul. Da gucke ich eher, als dass ich kommentiere. Und ja, ansonsten habe ich festgestellt, gucke ich auch so im Moment gar keine anderen Booktuber oder sowas, weil es irgendwie im Moment nicht mein Thema ist. Und ich bin schon wieder unscharf und das bricht mich hier an mit der Kamera. Deswegen werde ich jetzt auch aufhören. Es sind schon wieder fast 14 Minuten und jetzt sind es 14 Minuten. Ich muss da noch ein bisschen was rausschneiden. Aber dieses Video wird bestimmt mit meinen drei Updates ungefähr 25 Minuten bis eine halbe Stunde. Da habt ihr auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu gucken und viel dünnsches Gelaber von mir. Ich habe auch in den letzten Tagen mal wegen der Buchmesse geguckt, aber ich habe da nicht irgendwie was gefunden. Also ich weiß, dass die liebe Laura nicht kommt nach Frankfurt, was ich sehr, sehr schade finde. Also Laura Newman, Laura. Da bin ich schon ein bisschen traurig drüber. Aber es ist gut, dass ich es weiß. Dann kann ich die drei Nachtsonnenbücher nämlich hier lassen. Dann muss ich die nicht mit nach Frankfurt zerren. Ich gehe auf jeden Fall am Samstag. Ist um 14.30 Uhr beim Arena-Stand eine Lesung von June Perry. Da gehe ich auf jeden Fall hin. Und nehme mein White Mace mit und lasse mir das signieren. Und ansonsten habe ich noch gar keine Termine weiter, weil alle Blogger-Treffen und sowas, was bis jetzt per E-Mail kam, an Tagen ist und zu Uhrzeiten ist, wo ich noch nicht auf der Messe bin. Das heißt, da kann ich nicht dran teilnehmen. Weil ich bin Donnerstag nicht auf der Messe und Freitag früh um 10 schaffe ich auch nicht auf der Messe zu sein. Wir fahren Freitag früh erst hin und wir fahren 3 Stunden, deswegen, ja, oder so 2,5. Aber das schaffe ich halt einfach nicht, bis dahin in Frankfurt zu sein. Und ja, ansonsten habe ich auch auf der Messe noch keine Termine weiter irgendwie. Ich habe schon zu Annika gesagt, es wird eine ganz entspannende Messe dieses Jahr. Wir werden sehr viel rumgammeln und uns die Verlagsstände angucken und Jingling machen und... Oh, Milo, hallo. Ich bin gleich fertig, Hanni. Ich gehe jetzt. Ja, ich bin in einer Minute bei dir. Und ja, das wird alles sehr entspannt dieses Jahr auf der Messe. So viel dazu. So, ich muss meinen Mann jetzt noch kurz verabschieden. Der geht jetzt. Und ich würde sagen, das war's für dieses kurze Update aus der Versenkung. Wie nenne ich das Video? Update aus der Versenkung. Klingt komisch. Ich lasse mir mal noch einen Titel einfallen. Und ja, ich melde mich demnächst mal wieder, wenn ich so 2-3 Mal ein Update gegeben habe, sage ich euch Bescheid. Dann lade ich wieder ein Video hoch. Dann schnippel ich das zusammen. Ach, ihr kennt das ja alles. So, und ja. Ich sag mal, dann bis zum nächsten Update und lasst euch nicht ärgern. Habt noch eine schöne Woche und macht's gut. Tschüss. Und ich bin schon wieder unscharf. Die Kamera hasst mich einfach. Sie hasst mich. Jetzt bin ich scharf. Super. Ciao.